Salut zusammen, heute mit dem Simi zusammen. Simis Forge, gehen wir mal schauen. Und wir machen heute eine kleine Testphase mit Pfeil und Bogen auf sein Kettenhemd. Was sagst du dazu? Einfach mal, weil wir es können. Einfach, weil wir es können, gell? Das Kettenhemd hat jetzt halt auch schon wieder 8 Jahre oder 9 Jahre, also es ist ein älteres. Ist mittlerweile auch recht durchgerissen. Ich habe mir jetzt mal ein neues geleistet für Vikinger-Darstellung, also Nordmann-Darstellung. Und haben wir jetzt einfach gedacht, weißt du was, nehme ich jetzt das alte Kettenhemd, schade zum Fortschmeißen, passen wir es also mit einer zweiten Gewandung ein bisschen besser an, der Untot-Wikinger bzw. der Draugr. Und für das ist es aber trotzdem noch ein bisschen zu ganz für so 200-300 Jahre Schlachten. Also machen wir ein paar Löchli drin. Genau, pelzen wir mal drauf. Simi, findest du alle Ringli? Nein, definitiv nicht. Genau jetzt trifft ihr wahrscheinlich nicht. In your nuts! Souverän! Einfach mal schnell! Kommst du? Hack mal einfach das Prinzip noch um, dann habe ich die Zauberei nicht daheim. Danach fühlt das auch gut sein, so weit. Ist halt authentisch und nicht fantastisch. Schleichwerbung fürs MPS. Du mit Knasterbart anspielen. Ja, meine Lieben, so sieht es aus, wenn wir das Kettenhemd. Mal trippiert. So, das Kettenhemd ist mal bearbeitet, mal trätiert. Haben wir, glaube ich, super gemacht, ist gut gegangen. Schön durch. Schön durch. Passt. Also, wenn ihr jetzt einmal mit dem Kettenhemd seht, rumlaufen, wo ganz viele Löcher hat, könnt ihr daran denken, da, das ist das Video, da haben wir da gemacht. Das war lustig. Ist meistens auch der Typ, der noch ein Pfeil dabei hat, beim Auge rein.